Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink für die Nintendo Switch. Wir haben in der letzten Folge einen Dreadnought besiegt und sind auf Level 12 aufgestiegen, weil wir einfach mal 3000 Erfahrungspunkte bekommen haben. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Creed, da müssen wir hin, denn... Ich mache eine Schnellreise hin. Da müssen wir mit den Verbündeten reden, um mehr Energie zu bekommen, damit wir zu Atlas A, B oder C fliegen können. Bin gespannt. So eine Schnellreise ist natürlich cool, dann müssen wir nicht durch die ganzen Fallen von den Outlaws sein. Jetzt müssen wir gucken, es wird bestimmt der Planet irgendwie gleich angegriffen oder so, weil das lassen sich ja nicht bieten. Irgendwas stimmt nicht auf Kareed. Was? Moment, die Sternkarte. Kareed ist voller Extraktoren. Wie bitte? Bei den Sternen. Wie ist das möglich? Schätze, wir müssen woanders Freunde finden. Nein, wir dürfen unsere Freunde nicht im Stich lassen, gerade jetzt nicht. Die Allianz muss stark bleiben. Einverstanden. Wir müssen uns anpassen und unsere Hindernisse überwinden. Die Legion darf nicht weiter vorrücken. Ja, wir sind Starlink. Wir geben niemals auf. Okay, okay, dann bin ich auch inspiriert. Also holen wir uns Kareed zurück. Und dann was? Dann tun wir das Unmögliche. Wie immer. Okay, das ist Kareed. 8 bis 13, wir sind 12, das passt ja. Donatus. Okay, also hier müssen wir jetzt rein. Ich hab ein bisschen Angst, was ist das denn hier? Oh. Gut, fliegen wir rein. Die Welt zurückerobern. Kriegen wir hin. Sieht aus, als hätten unsere Verbündeten den Prime of Kareed lokalisiert. Ist jetzt auf der Sternkarte zu finden. Irgendwelche Tipps, bevor ich loslege? Wir müssen die Extraktoren ausschalten, um an den Prime zu kommen. Sobald wir Platz haben, können wir anfangen, Außenposten zu planen. Außerdem sollten wir Unterstützung bei unseren Verbündeten suchen. Wenn wir ihnen helfen, werden sie stärker. Ebenso wie unsere Allianz. Je mehr, desto besser. So, wie man sieht, sind die wieder zurück mit ihren Extraktoren. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall platt machen. Schade eigentlich. Hatten schon einmal ganz recht viel erobert hier. Aber wir sind ja in der Nähe. Was ist das hier? Gehen wir als erstes ein, den Turm. Gut gemacht. Oh. Mit jedem Schritt kommen wir der Rückeroberung von Kareed näher. Und was dann? Haben wir einen Plan? Naja, wenn Grix in einem anderen Atlas-System ist, müssen wir die Reichweite von Starlink erhöhen. Aber dafür brauchen wir zuerst mehr Energie. Mehr Nova kann die Equinox nicht einsetzen. Das funktioniert nicht. Wir müssen das Schiff aus der Ferne mit Energie versorgen. Aus der Ferne? Wie die Primes Energie auf den Dreadnought übertragen. Ganz genau. So. Wenn wir doch nur so eine Maschine hätten. Können wir eine eigene bauen? Die Legion hat es geschafft, also finden wir sicher auch einen Weg. Drängen wir in der Zwischenzeit die Legion zurück und bauen wir unsere Allianz auf Kareed aus. Wir werden alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Sehr gut, das machen wir jetzt. So, wir sind gelandet. Schauen uns mal um hier. Das Coole ist ja, ich habe euch letzte Folge noch erzählt, wie man einen Planeten erobert und wie wir es gemacht haben. Bei dem, wie ich es gemacht habe, während ihr nicht dabei wart. Machen wir jetzt hier einfach nochmal neu. So, jetzt werden wir mit ein paar Stöcker zerstören, denn da können wir neue Außenposten bauen. Kohle haben wir anscheinend genug. Erstmal wieder. Gut. Wird natürlich alles teurer werden. Sieht schon viel besser aus. Unsere Allianz auch. Großartig. Wir werden alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. So, fliegen wir da mal hin. Wissen wir, wie wir Grex erreichen können? Ja, wie Mason gesagt hat, wir müssen die Reichweite von Starlink erhöhen. Dafür brauchen wir nur ausreichend Energie. Die holen wir uns jetzt. Also haben wir im Labor einen Aufbau entwickelt, der Nova speichern und direkt in die Equinox teleportieren kann. Los geht's. So eine Art Mini-Starlink. Noch besser, er versorgt neben Starlink auch unsere Verbündeten mit Energie. Halt mal, das hast du die ganze Zeit. Paar Outlaws? Mann, du hättest noch ein paar fette MGs und Atomraketen dazu malen sollen. Und was genau war dein Beitrag im Labor? Gar nicht. Da darf ich nicht mehr rein, seit ich den Pyrothemenpark für die Labormäuse gebaut habe. Weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? So, hier bauen wir schnell einen Außenposten. Naja, es ist fast geschafft. Nur noch ein paar Außenposten. So, ein Außenposten. Dann können wir die Karte... Eigentlich ist der Außenposten gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind Raffinerien und Dings, aber der Außenposten gibt ein bisschen mehr von der Karte frei. Unsere Allianz auch. Großartig. Wir werden alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Also wissen wir, wie wir Grex erreichen können? Ja, wie Mason gesagt hat. So. Verbessern die nochmal. Mehr Reichweite. Gut. Die Sternkarte sieht schon viel besser aus. Unsere Allianz auch. Großartig. Wir werden alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Also wissen wir, wie wir Grex erreichen können? Ja, wie Mason gesagt hat, wir müssen die Reichweite von Starlink erhöhen.
Dafür brauchen wir nur ausreichend Energie. Also haben wir im Labor einen Aufbau entwickelt, der Nova speichern und direkt in die Equinox teleportieren kann. So eine Art Mini-Starlink. Cool. Noch besser, er versorgt neben Starlink auch unsere Verbündeten mit Energie. Perfekt. Halt mal, das hast du die ganze Zeit gezeichnet? Mann, du hättest noch ein paar fette MGs und Atomraketen dazu malen sollen. Und was genau war dein Beitrag im Labor? Gar nicht. Ja, hab ich schon gehört. So, das haben wir erobert. Dann lass uns mal hier Protemo-Kondensierer. So, nehmen wir den Sprengerstock auch noch ein. Und dann gehen wir rüber nach rechts zum ersten. Darf ich nicht mehr rein, seit ich den Pyro-Themenpark für die Labormäuse gebaut habe? Weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Los geht's. Naja, es ist fast geschafft. Nur noch ein paar Außenposten bauen und Extraktoren zerstören, dann sind wir bereit. Extraktoren zerstören, das machen wir jetzt gleich. Jetzt machen wir uns diesen einen Stock hier noch und bauen da noch eine Raffinerie hin. Hätte ich es gesehen, ich würde es nicht glauben. Greed ist wieder sicher. Größtenteils. Ja. Nachdem Expedition und Prospector auf Kirit auf unserer Seite sind, können wir fast mit dem Bau des ersten Starlink-Pumps beginnen. Tolle Arbeit. Wir haben alle Ressourcen, die wir brauchen. Und jetzt läuft es wie bei den anderen Außenposten. Wir müssen nur einen guten Bauplatz finden. Sobald der erste Starlink-Turm fertig ist, können wir ermitteln, wie viele wir brauchen, um Gregs zu erreichen. Dann trete ich. Testen wir mal. Objekte? Warte mal kurz. Tolle Arbeit. Wir bauen hier nochmal eine Raffinerie. Obwohl, wir bauen hier eine Raffinerie, bauen wir mal hin. Tolle Arbeit. Wir haben alle Ressourcen, die wir brauchen. Und jetzt läuft es wie bei den anderen Außenposten. Wir müssen nur einen guten Bauplatz finden. Sobald der erste Starlink-Turm fertig ist, können wir ermitteln, wie viele wir brauchen, um Gregs zu erreichen. Dann trete ich diesen Schnabeltypen in den Hintern. Nicht, wenn ich zuerst dort bin. Die sind lustig, ne? So, was haben wir noch hier? Ich glaube, wir verbessern den Außenposten. Ne, warte mal, kannst du ein Schiff reparieren? Brauchst du nicht. Verbessern den Außenposten trotzdem nochmal. Die Produktion sollte nach diesem Upgrade sehr viel effizienter sein. So, Starlink-Turm. Den können wir jetzt bauen. So machen. So, hier kriegen wir ein bisschen Kohle mehr zugeschustert. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir müssen natürlich einen Bauplatz finden. Die Frage, ob wir erst den Prime hier zerstören oder erst einen Bauplatz finden. Wir wollten ja eins zerstören, also machen wir das jetzt, zack. So, und danach bauen wir uns einen schönen Turm. Bin schon gespannt. Wie ein Flitzebogen. Naja. Und wir noch nicht. So, hier kommen wir wieder ins Dunkle. Man sieht. Ist eigentlich ganz geil gemacht mit dem Nebel und so, finde ich. Macht dann schon so ein bisschen Angst, oder? Ist auf jeden Fall irgendwas, ein Gefühl von mächtig. Finde ich. Überall Gegner hier. Da. Nicht verbrennen. So. Das ist eine Sonde, die haben wir gar nicht gesehen. Oh, das ist noch einer. Okay. So, machen wir mal hier die Büchse auf. Büchse der Pandora, wollte ich gerade sagen. Halt! Genau davor, ne? Ja. Das Einsammeln. Die ganzen Mods kann man ja später auch noch vergrößern, beziehungsweise drei ineinander schmelzen und dadurch noch bessere Mods bekommen. Extraktor entdeckt. So, jetzt geht's los. Machen wir das relativ zügig, damit wir auch schneller weit kommen und nicht hier so ewig brauchen, unseren Turm abzuledigen. Schocken ja auch auf Dauer nicht. Extraktor zerstört. So, holen wir raus den Stern, Kern.
perfekt. Mal gucken, jetzt haben wir den natürlich befreit. Gehen wir hier nochmal schnell hin. Wir müssen ein paar Sachen mitnehmen, so, damit man ein bisschen Kohle scheffelt, aber auch, damit man coole Mods bekommt. Die kann man nämlich auch sammeln, so legendäre Mods und alles, die findet man nämlich auch in diesen Bereichen. Gehen wir mal kurz hier hin zu den Hütetürmen. Eigentlich natürlich jetzt sehr niedrig, ne? So levelmäßig sind die ganz weit unten hier. Gefällt dir das? Also die Outlaws, okay. Da gibt es nicht so viele Chancen gegen uns. Ah, das war einer. Ich wette, diese Kerle werden nicht so einfach zurückkehren. Gut gemacht. Outlaw-Schurken eliminiert. Outlaw-Schurken. Wir eliminieren auch mal die Legion hier rundherum. Dann können wir da reingehen. Hui! Oh, guck mal, guck. Da ist ein Eingang da. Ups. Autschi. So, also. Okay, da geht ein Feuerdings rein. Was soll das andere denn? Ah, okay. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Da muss man auch noch drauf kommen, aber ich meine, das war jetzt wirklich nicht schwer. War einfach mal hintereinander abarbeiten. Aus diesem Turm deuten an, dass er vor Ewigkeiten Kometen angeleitet hat, um auf Kareeds Oberfläche einzuschlagen. Oh Mann. Haben Sie versucht, den Planeten mit Wärme und Wasser zu versorgen? Ups. Das weiß ich nicht, ob die es versorgt haben, aber es interessiert uns auch nicht. Denn wir holen uns jetzt den Extraktor und hier ist dann ein starker Prime. Also wir holen uns den Extraktor hier einmal und dann holen wir uns den Prime. Können wir die noch weiter zurückbringen. Und dann müssen wir nochmal eine Baustelle finden, wo wir andere bauen können. Sagen den kleinen Mini-Starlink. Den wollen wir aufrichten, damit alles rund läuft. Wir müssen natürlich aufpassen, dass der Prime uns nicht entdeckt hier. Weil sonst gegen den Prime zu kämpfen und gleichzeitig das da hinten zu machen, ist natürlich schlecht. Dann machen wir es erstmal so. So, hier sind noch ein paar Gegner. Den starken Prime schon auf dem Radar, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich hoffe eigentlich. Extraktor entdeckt. Energiewerte moderat. Jawohl! Fox 1, böser Kerl! Okay, das bringt nichts. Können wir jetzt nicht drauf schießen, müssen wir uns erstmal hier ein bisschen. Lass uns erstmal hier um die Prime zu Legion drumherum kümmern. Dann machen wir die Türme weiter. Oh, das ist der Prime. Bringen wir wohl alles auf einmal, wa? Ups. Jetzt wirst du bezahlen. Oh. Erstmal gleich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier. Mist, er ist offen. Ah, und ich bin nicht reingegangen. Was ist das hier? Okay. Den müssen wir als erstes wegkommen. So, jetzt müssen wir runtergehen, ne? Es wird zu heiß. Geht das Ding nicht runter hier? Warnung, der Gegner ist gegen Hitzewaffen resistent. Hey, müsste der nicht eigentlich runterkommen? Ich sehe auch keinen. Mach weiter, bald ist das geschafft. Müssen wir den Prime so besiegen erstmal, würde ich sagen. Okay, machen wir das. Dann besiegen wir den Prime jetzt so. Wenn es nicht anders geht. Mach dein Ärmchen hoch. Da, es öffnet sich. Auf die Gesichtsplatte ziehen. Da, Fox.
Okay. Okay. Scheiße, mich erwischt. Na gut. Macht uns auch nichts. Kriegen wir trotzdem hin. Er haut ab. Lass ihn nicht entkommen. Nee, nee, wir fahren hinter ihm, laufen hinter ihm her, versuchen ihn dann irgendwo zu killen unterwegs. Extraktor-Position markiert. Danke. Besser. Herfliegen. Wenn ich abhaut. Ah, guck mal, hier ist auch schöner zu kämpfen. Hellen. Oh, oh. Ah, es ist da oben, okay. Passt. Jetzt mein Planeten oben. Ich glaube, es hackt. Du hast einen Schwachpunkt freigelegt. Ziel auf die Mitte. Ah. Ach, komm schon. Ah, Mist. Okay, noch einmal. Die Musik. Musik motiviert mich total. Ich finde das total geil, die Musik. Irgendwie. Macht wirklich Spaß. Oh, das ist ein Gigant. Scheiße. Egal. Aufpassen. Aber wir müssen auch aufpassen mit dem scheiß anderen Prime da. Nicht Prime von der Legion, der Typ, der da rumläuft. Würde ich sagen. Und ich habe noch einige Preise dahinter. Bald wird Jerry wieder mir gehören. Das wollen wir noch mal sehen. So, den haben wir verdrängt, aber wir haben den Extraktor hier noch nicht zerstört. Das machen wir jetzt noch schnell. Gehen wir noch mal hin. Damit er jetzt gar nicht wieder auf die Idee kommt, wieder einzu... Ah, warte, scheiße! Boah, zurück! Ganz wichtig, wir haben vergessen, den Ding da rauszuziehen. Prime-Kern. Perfekt, so. Na
ohne den. So, jetzt sind wir zurück. Die machen wir jetzt auch noch fertig da hinten. Dann haben wir schon wieder ordentlich was geschafft, würde ich sagen. Dann können wir gleich den Turm errichten. Hier. Okay, lassen wir den mal da weiter rumhantieren. Wir machen den Extractor hier fertig. Oh! Ich brenne! Nein! Gar nicht gut! Shit! Mein Spaß! Den Stern hier verloren? Mist! Was ist der Kacke? Ne, hier liegt er! Oder? Yes! Den nehmen wir mit. Das soll nicht weg sein. So. Da ist noch ein Kern übrig. Extraktorknoten erledigt. Extraktor entdeckt. Energiewerte moderat. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. So. Und jetzt errichten wir den Starlink-Turm. Extraktor zerstört. Und den nehmen wir mit. Machen wir auf. Dann bin ich voll raus. Halt. Auf. Gut. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Wir brauchen eine Position, wo wir den aufstellen könnten. Hier wäre eine Position. Da fliegen wir jetzt mal hin. Ah, schön. Wir müssen hier unseren A-Wing nochmal reparieren lassen. Das ist wichtig, denn ohne den können wir ja auch gar nicht weiterkommen. So richtig. Zack. So. Oder? Ja. So, und hier erstmal das mal platt machen hier. Feindliche Outlaws entdeckt. Wieder immer Outlaws, immer kommen die Outlaws hier. Noch ein bisschen im Sack. Naja. So, hier haben wir den Starlink-Turm. Den bauen wir hin, wir haben alles, was wir brauchen dafür. 100.000? Okay, machen wir. Nova-Verbindung aufgebaut. Es funktioniert. Wow, wir hätten die Equinox schon lange aufpimpen sollen. Seht euch das an. Was ist denn los? Ich denke, ich kann unsere Scanner verstärken, um... Ja, ich habe etwas. Ich empfange Legion-Aktivität nahe Atlas B. Ja, Glückwunsch. Mason, du hattest recht. Das muss Greg sein. Mit Starling dorthin zu kommen, wird eine schwere Aufgabe. Aber es ist möglich. Nach meinen Berechnungen brauchen wir einen Starlink-Turm pro Sektor. Klasse, den Handelssektor haben wir abgedeckt. Jetzt brauchen wir noch zwei. Gut, okay. Gemäß der Sternkarte gehören Vylos und Tandria zum Grenzlandsektor. Dürfte nicht allzu schwer sein, da einen Turm zu bauen. Der Turm im dunklen Sektor muss auf Ashar oder Necrom gebaut werden. Das wird am schwersten. Necrom. Ich würde das ja aufs Ende schieben, aber wenn wir den Planeten frühzeitig sichern, ist das noch besser für uns. Das sind schwere Entscheidungen. Ich kümmere mich darum. Okay. So, Starlink-Turm steht. Jetzt müssen wir natürlich die anderen Türme noch machen. Wir sind hier, jetzt dann Geschichte schreiben. Erreicht die Quelle der Übertragung. Quelle im Weltraum oder ist sie hier? Warte mal. Ein Grands Geheimnis. Okay. Zerstöre die Geschütztürme der Basis. Okay, das machen wir jetzt noch nicht. Ein Grants Geheimnisse. Bring jetzt mal das Ding hier, müssen wir erstmal zur irgendeiner Station bringen. Hier hin.
Weil dann können wir das Ding einmal abgeben und kriegen ein bisschen Kohle dafür. Und dann, ja, müssen wir uns überlegen, wo wir den nächsten Turm bauen. Wireless oder auf Asha oder Heck? Komm, müssen wir uns überlegen. Ich sehe, haben Sie ein paar Kerne dabei. Wir würden gerne welche erwerben, wenn Sie die verkaufen. Och, gerne. Was ist hier los? Ich hab sie mal. Unser Observatorium wird beschossen. Zur Hilfe, bitte! Eine mächtige Leistung, Mann. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ach, nicht dafür. Willkommen. Sie genießen die Wunder von Atlas, ja? Bestätigt. Wir machen uns umgehend an die Reparatur Ihrer Schiffe. Sie sind zu nett, Partner. Mit diesem Prime-Kern wird unsere Anlage neue wissenschaftliche und technologische Höhen erreichen. Vielen Dank. Super für euch. So, wir haben jetzt hier relativ viel erobert. Das heißt, wir könnten natürlich hier noch ein paar Dinger zerstören. Aber... Auge von Kerit. Oh, das habe ich schon... Nee. Gute Nachrichten. Oh. Wir haben gerade eine Elektrum-Lieferung von unseren Prospector-Freunden erhalten. Okay, also ich würde sagen, wir gehen mal... Wir gehen einfach mal nicht der Hauptcontainer, sondern wir werden mal jetzt die Star Fox-Mission weitermachen. Bei der nächsten Folge. Bis dann fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.